Ich habe mich jetzt fast gefreut, dass ich das über Liturgie könnte ich auch machen. Oder visionäre Liturgie, wobei, nee, das, da kommt nur da kommt nichts Gescheites raus. Wie wir hören, ist genauso wichtig wie das, was gesagt wird. Und deswegen würde ich gern kurz am Anfang beten, vielleicht das einfach kurz zur Ruhe kommen. Mir ist es so wichtig, auch wenn wir über so fast handwerkliche Themen sprechen, wie gründe ich ein Team, wie baue ich eine Vision. Es geht darum, dass der Heilige Geist Dinge auf der Erde hervorbringen möchte, das Reich Gottes Gestalt annimmt. Wir gründen keine Firma oder nicht nur, sondern wir wollen, dass das Reich Gottes wächst. Und Heiliger Geist, wir wollen uns öffnen für dich heute Morgen. Wir danken dir für deine Gegenwart in diesem jahrhundertealten Ort des Gebetes, diesem von Gebet durchdrungenen Ort. Es ist schön, dass wir an so einem Ort über Visionen nachdenken dürfen und über Führung, was es heißt, Menschen zu führen. Wir öffnen uns für dein Reden, das erklingt durch die menschlichen Worte, die wir heute hören werden. Wir wollen hören auf das, was du sagst. Das beten wir heute Morgen in Jesu Namen. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Ganz kleiner Hinweis noch, außer Mission Manifest gibt es von mir hinten noch ein Buch, das heißt Einfach Gebet. Das geht über Einfach Gebet. Also über Gebet und warum das einfach ist und wie das praxisnah im Alltag funktioniert, ein Gebetsleben zu führen. Ich zeichne Ihnen jetzt was auf, was Sie alle kennen. So. So. So, wer erkennt, was das ist? So, ja, das ist ein Fußballfeld, genau. Und was fehlt da? Da fehlt alles Mögliche, genau, auch die Spieler und der Strafraum und so. Und jetzt stellen Sie sich vor, es gäbe da Spieler und es gäbe auch einen Ball. Aber es gäbe kein Tor. Wie wird das Spiel verlaufen? Was würden die Spieler tun? Ein Tor markieren? Ja, vielleicht. Vielleicht käme jemand auf die Idee, der würde sagen, also ich bin der Meinung, da sollte das Tor sein. Dann sagt jemand anderer, so ein Tor brauchen wir überhaupt nicht. Oder lass uns viele Tore, lass uns niemanden ausgrenzen. Lass uns die Vielfalt leben. Die Vielfalt der Tore. Und andere sagen, nee, lass uns ganz friedlich. Wir kicken einfach hin und her. Und die anderen, die setzen sich dann hin, weil sie denken, ach ja, hat eigentlich keinen Sinn, das Ganze. Und dann stellen sie sich einen Trainer vor, der sieht, wie seine Leute langsam den Spaß verlieren, weil sie gar keine Ahnung haben, was sie da tun. Und sagt, komm Leute, gebt das Beste. Der war gerade auf einem Motivationsseminar. Und er motiviert seine Leute. Komm, jetzt noch ein bisschen. Vergesst nicht, was ihr gelernt habt. Ihr Idioten, warum macht ihr nichts? Und die Spieler laufen in der Gegend rum, vielleicht fangen die Spieler sogar an, gegeneinander zu kämpfen, weil sie sich denken, keine Ahnung, wer ist denn eigentlich der Feind, wo ist denn eigentlich vorne? Ein Spiel ohne Tor, so sieht ganz vieles in der Kirche aus. Die Leute sind alle motiviert, wir hören auch Motivationsansprachen, dass es darum geht, für Christus alles zu geben. Die Leute wollen auch alles geben, aber sie haben keine Ahnung, in welche Richtung es gehen soll. Und dann kann man sich genauso so ein Spielfeld vorstellen, das ist jetzt in dem Fall ein richtiges oder eins, wo ein Tor drin ist, aber stellen Sie sich ein Spielfeld vor, wo es ganz viele Tore gibt. Da eins, 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 da eins. Überall sind Tore. Wie sähe denn dieses Spiel aus? Es wäre erstmal ziemlich stressig, weil man nie wüsste, okay, in welche Richtung jetzt. Vielleicht würde man auch irgendwann den Mut verlieren, warum komme ich nie hin. Oder ich würde halt in alle möglichen Richtungen schießen. Und auch so sind viele Organisationen oder vieles in der Kirche. Es gäbe potenziell so unglaublich vieles, was man tun sollte, was so wichtig wäre. Ich möchte heute Morgen sprechen über eine Grundfunktion von Führung, und die ist das Definieren von genau einem Tor. Und das hat mit Vision zu tun.
ein visionärer Leiter und wir haben gestern schon einen davon gesehen, der Nehemia. Lass uns mal nochmal anschauen, was Nehemia sagt. Ihr seht selbst, in welchem Elend wir leben. Lass uns deshalb herangehen und wir bauen die Mauern Jerusalems wieder auf. Das heißt, er definiert, da ist vorne, er definiert, es gibt genau ein Ziel, es gibt genau eine Vision, es gibt genau ein Tor. Ich möchte sprechen heute über Vision und eine Vision ist immer irgendwie sowas. Ja? Inmitten der vielen möglichen Dinge, die man tun könnte, inmitten aller wunderbarer Ideen, ist eine Vision das, was die Kraft hat, zu fokussieren. Und ich behaupte, wenn eine Vision klar ist, dann können Sie sich das Thema Motivation weitgehend sparen. Wenn die Vision nicht klar ist, weil die Spieler in alle Richtungen rumschießen, dann können sie sich zu Tode motivieren und appellieren an den guten Willen und an die gute Erziehung. Und das habt ihr doch alles gelernt von mir. Und es wird wenig bringen. Menschen haben in ihrem Herzen eigentlich den Wunsch, an was Großem teilzunehmen, etwas zu verändern. Und Führung ist eine Kunst, das in Menschen wachzurufen. Nehemia sagt, auf, bauen wir die Mauer Jerusalems wieder auf. Das ist das Tor und jetzt lass es uns tun. Ich bin über eine Bibelstelle gestolpert im Buch der Sprüche im Alten Testament, die ich sehr schön finde. Die Einheitsübersetzung übersetzt, ohne prophetische Offenbarung verwildert das Volk. Das hebräische Wort da heißt Chazon. Und Chazon, das kann prophetische Offenbarung heißen, aber wörtlich heißt es Schauung. Und das neuere Wort dafür, Schauung ist, widere, ist Vision. Und deswegen habe ich dieses Wort mal so eingebaut. Ohne Vision verwildert das Volk. Nun, also das Bild, was hier verwendet wird, ist das Bild vom Garten. Ja, Verwilderung. Ich bin glorreicher Besitzer zusammen mit meiner Frau von einem Garten und bei uns ist die Arbeitsteilung so, dass ich bin nicht so der Praktiker, ja. Also meine Frau, die macht mir die Gartenarbeit und ich analysiere das dann und ziehe dann die geistlichen Lehren daraus. Also ich bin selber nicht der große Gärtner, aber ich habe eine Sache doch im Umgang mit dem Garten gelernt. Und das lautet, von alleine wächst in einem Garten ziemlich viel. Aber nicht unbedingt das, was man will, dass da wächst. Ne? Von alleine wächst da Löwenzahn und Dornen und Klee. Aber zum Beispiel wachsen da nie Lilien oder Erdbeeren von alleine. Es ist nicht so, dass man sagt, ich lasse einfach so ein Stück Land, ich lasse es ein paar Jahre stehen und dann ernte ich all die Lilien, die sich jetzt spontan empor ereignet haben. Dem ist nicht so. Und was ich auch gelernt habe, ist, Unkraut und Dornen, die muss man nie gießen. Das ist total praktisch. Sie wachsen von alleine und anderes Zeug wächst nicht von alleine. Und eine Gruppe, eine Pfarrgemeinde, eine Diözese, ein Orden, ein Kloster, ein Gebetskreis, wo die Vision fehlt, da wird auch allerhand wachsen. Manche Leute glauben sogar, es ist Führung, alles wachsen zu lassen. Das hat mir sogar ein Bischof mal erzählt. Ja, ich bin so der Hirte und ich will, alle Pflänzlein im Garten Gottes dürfen gedeihen. Ja, das führt dazu, verwildert, das führt dazu, dass irgendein Zeug wächst, aber nicht unbedingt das, was man will, was da wächst. Von alleine verwildert jede Organisation. Und ich behaupte, dass Vision zu geben, die wichtigste Aufgabe eines Leaders ist. Ich bin absolut bei Ihnen, wir müssen die Leute mitnehmen, wir müssen gute Hirten sein und vieles weiteres. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht klar machen, wo ist vorne, wo ist das Ziel, was ist die Vision, dann haben wir als Leiter versagt. Denn es ist nicht die Aufgabe und auch nicht die Fähigkeit von jedem Menschen, gleich gut visionär denken zu können. Das können tatsächlich sogar nur relativ wenige Menschen. Aber die brauchen wir, denn visionäre Menschen ziehen visionäre Menschen an. Ich habe gestern darüber gesprochen, über das
die Diktatur des Mittelmaßes oder die Unkultur des Mittelmaßes, der schlechte Geigenspieler, der aber vorne auf der Bühne Geigen spielen darf, bewirkt, dass jene, die den Unterschied hören, wegbleiben und die, die es nicht hören, bleiben. Das heißt, das Mittelmaß setzt sich fort. Das andere ist aber auch wahr, Exzellenz zieht Exzellenz an. Das ist einer der großen Hoffnungspunkte. Ich denke, viele von Ihnen sind in der Situation, dass sie sagen, da wo ich herkomme, in meiner Gruppe oder in meiner Pfarre, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich möchte Sie nicht entmutigen. Also ich möchte Ihnen, vielleicht war ich da gestern auch ein bisschen zu radikal. Es geht nicht darum, irgendwie ein hohes Level vorzusetzen. Okay, wäre toll, wenn wir da wären und Sie haben nicht mal einen einzigen Mitarbeiter, der mit Ihnen an einem Strang zieht. Aber ich habe eine gute Nachricht für Sie. Vision zieht Vision an. Menschen wollen zu Größe gerufen werden. Exzellenz zieht Exzellenz an. Wenn der Geigenspieler Geigen spielen darf, der wirklich gut Geige spielt, dann denkt der andere, der drin sitzt, wow, die nehmen das ja echt ernst. Und es heißt ja nicht, dass der andere, der nicht Geige spielen darf, nichts darf, der ist in was anderem gut. Der ist vielleicht in der Gastfreundschaft gut, der ist in der, beim Kochen gut, der ist in der grafischen Gestaltung gut, der kann gut eine Kleingruppe leiten, der ist in anderen Bereichen gut. Aber es geht einfach ein Stück weg von der Führung durch jeder darf mitmachen. Das ist eine Pseudo-Führung. Pseudo-Führung sagt, kommt einfach mit, wir machen irgendwas und schön, dass du da bist. Das fühlt sich nett an, ist aber nicht nett, weil es Menschen nur an Menschen bindet und deshalb Menschen, auch menschliche Leiter, unersetzbar macht. So vieles in der Kirche wird gebaut nur auf menschliche Sympathie. Und das ist so ein guter Mensch und das ist so ein guter, also guter Priester und so guter Beichtvater oder das sind so gute Leute in diesem Gebetskreis. Und ich will Sie heute Morgen ein Stück weit pieksen und sagen, wenn Sie Menschen anfangen, durch Vision zu führen und nicht nur durch Sympathie, werden Sie als Leiter weniger unersetzlich. Ne? Eine Vision kann mal jemand anderer weitertragen und Sie bevollmächtigen selber Menschen, visionär zu denken. Ein visionäres Klima ermächtigt Leute, visionär zu sein. Ich habe Ihnen gestern von David erzählt, der hat ja den Goliath erschlagen. Das Interessante ist, es gibt nachher im Buch der Chronik diese ewig lange Auflistung der Helden. Es ist heute befremdlich zu lesen, wer da alles wen umgebracht hat in einem Linsenfeld oder so Aufzählungen. Und es wird von 3 weiteren Leuten in diesen Aufzählungen auch berichtet, dass sie Riesen erschlagen haben. Keine Ahnung, wie sie das exegetisch deuten wollen, ist mir auch egal. Aber hier wird beschrieben, dass jemand Riesen erschlagen hat. Und das Interessante, was mir aufgefallen ist, alle diese 3 Helden, von denen gesagt wird, dass sie Riesen erschlugen, waren Gefährten Davids. Ein Riesentöter bringt andere Riesentöter hervor. Ein Visionär erschafft ein visionäres Klima, in dem andere Leute bevollmächtigt und befreit werden, selber in ihr Potenzial zu kommen. Deshalb ist es so wichtig, ich habe gestern über Vorbilder gesprochen, deswegen ist es so wichtig, in wessen Umgebung Sie sich begeben. Auch wenn Sie alleine sind auf weiter Flur in Ihrer Pfarre, in Ihrem Gebetskreis, dann fahren Sie 2-mal im Jahr an einen Ort, der Sie inspiriert. Denn ein Ort, wo Riesen getötet werden, weckt Glauben und weckt visionäres Denken. Visionäres Denken und Glauben hängt eng beieinander. Es ist die gleiche Frage, die ich gestern schon gestellt habe. Was siehst du? Es ist leicht, die Ruinen zu sehen. Es braucht einen Leader, der sagt, hier sollte eine Stadt stehen. Nie vergessen, von alleine neigen wir Menschen dazu, einfach das Gleiche immer weiterzumachen. Da gibt es ein wunderschönes Bild. Das ist dieses Bild von diesem armen Hamster in seinem Hamsterrad. Der Punkt ist, von innen sieht so ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. Gibt immer alle Hände voll zu tun. Es geht immer rund bei uns. Step für Step entwickeln wir uns weiter. Ein Leiter sagt, du gehst nirgendwo hin, das ist ein Hamsterrad.
wir Menschen oder auch Verwalter neigen dazu zu sagen, du, ich bin so beschäftigt, ich habe gar keine Zeit, über sowas nachzudenken, den ganzen Tag in Heiligenkreuz rumzusitzen. Ja, das ist wie die schöne Geschichte von zwei Leuten, die versucht haben, einen Baum umzusägen. Und die geben sich total Mühe, der Schweiß rinnt ihnen runter und ich säge. Dann kommt einer vorbei und sagt, Leute, darf ich einen Tipp geben? Darf ich euch einen Tipp geben? Sagt, sei still, pack lieber mit an. Sag ich, ja, aber haltet doch mal kurz ein. Ihr macht das jetzt seit 8 Stunden. Vielleicht ist da systemisch was falsch. Du Schwätzer! Ja, hier wird die wirkliche Arbeit getan. Sagt er, ja, ich meine nur, ihr haltet die Säge falsch rum. So, also die. Oder Leute, die sich durch den Dschungel kämpfen, ja, und sagen, alle Hände voll zu tun, Buschmesser, ja, und der Leiter sagt, schön, was ihr macht, aber es ist der falsche Dschungel. So. Und es gibt die Macht der Gewohnheit in jedem Unternehmen, überall, dass wir einfach weiterlaufen, alle Hände voll zu tun und aufhören, spezifische Fragen zu stellen. Und es gibt eine Grundfrage, in der alle Kraft ist. Und über die möchte ich sprechen, weil es jetzt darum geben wird, wie entwickelt man denn eine Vision? Und das ist die Grundfrage nach dem Warum. Und ich behaupte, ich behaupte nicht nur ich, das ist ein ganz bekannter Grundsatz, aber alle Kraft ist im Warum. Ist im Warum. Ich habe gestern darüber gesprochen, dass Gott Adam und Eva erschaffen hat in einem Garten. Und er hat Adam und Eva nicht erschaffen, einfach nur als Handlanger. Er hat nicht nur gesagt, so, jetzt habt ihr ein Holz und es darf jeder mal schnitzen oder sowas. Sondern er hat ihm Verantwortung übertragen. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und behüte. Das bedeutet einerseits, es passiert offensichtlich nicht von alleine. Ja, also Stichwort Spiritualismus. Der Mensch hat eine Verantwortung dafür. Es macht nicht alles Gott alleine. Und zweitens, der Mensch hat aber ein Mandat zu herrschen. Und wo immer wir anfangen, nur noch zu funktionieren, das Warum aus dem Blick zu verlieren, werden Menschen letztendlich entwürdigt. Kein Mensch ist im Letzten dafür gemacht, einfach nur ein Roboter an einem Fließband zu sein. Aber er kann vielleicht dafür gemacht sein, an was Großem teilzuhaben, indem er was Kleines tut. Ich kenne jemanden, der ist Pilot. Und es gibt in der Organisation, für die der arbeitet, Mechaniker, die für die Piloten arbeiten. Jetzt, wie klingt das für Sie, wenn ich sage, ich kenne jemanden, der ist Mechaniker für Flugzeuge und würden Sie für den spenden, dass der Mechaniker gut arbeiten kann? Warum um alles in der Welt? Jetzt ist die Person, von der ich spreche, Missionspilot im Südsudan. Das heißt, in den Gegenden, die von Rebellen eingeschlossen sind, wo keine Straßen hinführen, da landet der auf dem Wasser und die Missionare bringen dann ärztliche Versorgung und übrigens auch Bibeln in entlegene nichtchristliche Dörfer. Frage, können Sie das Flugzeug sehen, das da fliegt? Ein Ort, wo keiner hinfährt, wo Kinder an Krankheiten, die leicht zu heilen wären, sterben und Menschen nie von Jesus hören. Können Sie das Flugzeug sehen? Okay. Finden Sie es wichtig, dass das Flugzeug fliegen kann? Ja. Okay, hier ist der Typ, der sicherstellt, dass das Flugzeug fliegt. Wollen Sie für den spenden? So, das ist die Kraft des Warum. Das ist die Kraft des Warum. Das Was, also die Tatsache, dass jemand da was repariert, ist wunderbar, aber es baut auf etwas. Und das Unterste ist das Warum. Das Warum beantwortet die Frage, warum wir überhaupt irgendetwas tun, warum es überhaupt Sinn macht, morgens aufzustehen. Das Warum. Auf dem Warum baut auf das Was, also erstmal das Warum, ist die Notlage oder die Frage oder das Problem. Und dann ist das Was, das ist also das konkrete Angebot, was machen wir. Und dann stellen wir die Frage, wie. Also wie setzen wir es um? So. Und wir neigen dazu, uns ganz schnell aufs Wie zu stürzen. Wie kriegen wir mehr Firmlinge?
Wie kriegen wir mehr Priester? Wie sollen wir das Pfarrfest organisieren? Welche Art von Würsteln soll es geben? Und dann gibt es ganze Ausschusssitzungen, ob die Würstel besser sind oder die anderen Würstel besser sind. Kann man sich dann trefflich streiten. Und es ist Kraft und Verantwortung eines Leiters, immer wieder die unbequeme Frage zurückzustellen: Hey, Leute, warum machen wir das überhaupt? Warum überhaupt? Denn im Warum ist Kraft. Wie die eine Geschichte von einer Missionarin. Ich kenne selber etliche, die als Missionare arbeiten und die lange Missionar war in Indien und wirklich den armen Kindern gedient hat in ganz schrecklichen Verhältnissen. Und dann irgendwann kam sie aber nach Deutschland und hat angefangen, für die Organisation zu arbeiten. Ne? Wie bei uns auch. Wir fangen an ganz normal, Pastoral oder so, und am Schluss muss man noch irgendwelche Abläufe organisieren. Und die war irgendwann in Deutschland, hat das Fundraising organisiert, hat die ganzen Sachen organisiert für die Organisation und hat einfach gemerkt, dass ihr Feuer erloschen ist, dass es ihr keinen Spaß mehr gemacht hat. Was musste sie tun? Naja, ganz einfach, zurück nach Indien gehen, 2 Wochen wieder im Waisenhaus arbeiten, das Leuchten in den Augen der Kinder zu sehen, die jetzt eine Heimat gefunden haben, und auf einmal wusste sie wieder, warum sie es tut. Alle Kraft ist im Warum. Und sie werden sehen, wie ungewöhnlich es überhaupt ist, dass in der Kirche oder auch in Organisationen oft, dass die simple Frage gestellt wird, warum machen wir den ganzen Zirkus überhaupt? Es ist erstaunlich, wie leicht wir das aus dem Blick verlieren. Aber wenn das Warum klar ist und das Was eine echte Antwort auf die Frage ist, dann ist keine Frage, ob das Erfolg haben wird. Also wenn ich Ihnen jetzt erzählen würde, dass dieser gut aussehende Herr, Sir Alexander Fleming, was erfunden hat, wer von Ihnen weiß, was der erfunden hat? Genau, das Penicillin erfunden. Wenn ich sagen würde, okay, hier gibt's ein Problem, nämlich Leute sterben an bakteriellen Infektionen. Der hat was gefunden, was Bakterien tötet. Wird das absolut erfolgreich sein? Wird das Milliarden von Euro produzieren? Die Antwort ist schon klar, natürlich wird es das. Ich darf Ihnen jetzt im Vorbeigehen, natürlich sind Sie ja an monetären Erfolgen nicht interessiert, aber ich kann Ihnen sagen, in einem Satz, wie Sie Milliardär werden. Wie wird man Milliardär? Finden Sie ein Problem, das ganz viele Leute haben, und finden Sie eine Lösung drauf. So, ganz einfach. Alle großen Innovationen der Welt waren genauso. Hier gibt es ein Problem und ich schlage eine Lösung vor. Ich will diese gleiche Pyramide jetzt mal weitermachen mit den gleichen Farben, als Problem und als Lösung. Ich lade Sie ein, nachzudenken, was ist denn, und zwar von einer spezifischen Zielgruppe, was ist von einer, oder ich nenne es mal Not, Problem gefällt mir jetzt gerade nicht so, was ist von einer spezifischen Zielgruppe? Sie müssen sich nämlich auf eine beschränken. Sie können nicht alle Menschen der Welt gleichmäßig bespaßen. Was ist von einer Zielgruppe? Eine reale Not. Das bedeutet, wo Leute sagen, es ist echt doof, dass es das nicht gibt. Es ist echt doof, dass es das nicht gibt. Ich kenne zum Beispiel etliche christliche Gemeinden, die meisten von denen sind leider freikirchlich, die merken, dass Leute, die nicht in Gottesdienst gehen, Leute, die nicht glauben, nicht wissen, was sie an Weihnachten tun sollen. Die gehen in keine Kirche. Und wenn man vorbeigeht und sagt, kommen Sie in die Kirche, sagen sie auch, kein Bock. Aber so am 25. vormittags um 11 oder am 24. so um 17 Uhr irgendwie. Es ist schon sowas, wo Leute sagen, ich weiß auch nicht genau. Und sie sind auf die Idee gekommen, sie können Musicals machen. Musical ist was, was Leute gerne wollen, klingt nicht irgendwie übergriffig, klingt nicht komisch. Und sie haben die Vision entwickelt für diese reale Not, für diese Empfindung, dass Menschen irgendwie sagen, okay, ich weiß nicht genau, was ich an Weihnachten tun soll. Entwickeln wir was, was dieser Not begegnet. Und das ist eine Idee. Und das war in dem Fall die Idee, Weihnachtsmusicals anzubieten. In einer deutschen Großstadt haben die alleine 50.000 Besucher in ihren Weihnachtsmusicals gehabt, letztes Jahr. Die Gemeinde heißt ICF, ist eine Freikirche, sind hochgradig evangelistische Musicals. Also da wird die Weihnachtsgeschichte erzählt, Menschen werden eingeladen, werden zu Jesus geführt. Warum funktioniert das? Weil diese Idee dieser Not entspricht.
Also ich bin einfach nur erstaunt, wie wenig wir oft an die Sachen denken. Ich merke, Visionen werden entwickelt, einfach nur, weil Leute Vorlieben haben. Also ich würde gerne was machen für Männer. Ich würde gerne Schweigeexerzitien für Männer anbieten. So, okay, warum? Ja, ich denke, das ist so wichtig. Und der Heilige Vater ermutigt uns ja auch, an die Ränder zu gehen. Und die Männer, die kommen nicht in die Kirche. Ja, so wird argumentiert. Und ich verstehe das Herz dahinter. Das Herz dahinter ist gut, aber die Vision ist nicht klar. Und wie wird eine Vision klar? Indem man erstmal nachdenkt, was ist denn eine reale Not von der Zielgruppe, die ich ansprechen will? Was brauchen diese Leute? Was sind die Herausforderungen von denen? Wofür sind die offen? Und jetzt ärgere ich sie ein bisschen, wenn sie das wirklich ernst nehmen wollen, dann müssen sie sich die Mühe machen, diese Zielgruppe wirklich kennenzulernen. Weil meistens ist, wie wir über diese Leute nachdenken, nicht das Gleiche, wie die wirklich sind. Und hier muss man ein bisschen Arbeit investieren, denn es gibt jede Menge Studien. Man kann sich die Shell-Jugendstudie kaufen. Man kann nachlesen, wie junge Leute ticken, wenn man selber nicht mehr so jung ist. Man kann sich informieren über eine bestimmte Zielgruppe von Leuten, die einen interessieren. Überhaupt, denken Sie in Zielgruppen. Denken Sie, wen genau wollen wir erreichen und welche Probleme bringt er mit? Welche offenen Fragen hat der wirklich und wo kann ich dem begegnen? Und es gibt Angebote, die extrem gut heute funktionieren und hochgradig evangelistisch sind. Und trotzdem gehen ein großer Teil der kirchlichen Angebote sehr, sehr, sehr massiv an dem vorbei, was Leute tatsächlich und real als empfundene Not haben. Das Warum, das Was und das Wie. Das heißt, es ist eine Not, es ist eine Lösung, es ist eine Idee, die ich dem entgegenstelle. Und dann ist es einfach am Schluss werden Ziele draus. Ziele, über das werde ich nachher noch sprechen, sind der Weg von der Vision zur Umsetzung. Ziele machen aus einer Idee, aus einer Vision die Umsetzung. Und hier drüber male ich mal so eine das ist die Vision. Ich habe unterschiedliche Definitionen von Vision gelesen. Mir ist es eigentlich egal, wie man es genau definiert. Entscheidend ist, du musst in überzeugenden Worten, sie müssten in überzeugenden Worten erklären können, wohin sie segeln, bevor sie die Matrosen anheuern. Bevor die Passagiere in ihren Zug einsteigen, müssen sie anfangen zu erzählen, wo sie hinwollen. Alter Spruch, ich weiß nicht von wem er ist, Antoine de Saint-Exupéry oder sowas, wenn du ein Schiff bauen willst, ja, dresch nicht auf die Arbeiter ein, dass die Planken zimmern sollen, sondern schwärme ihnen von einer fernen Insel vor oder vom Meer. Erzähl eine Geschichte, eine Vision. Eine Vision ist ein Satz oder ein Bild, das beginnt mit Worten wie, was wäre wenn oder stell dir vor. Bei uns im Gebetshaus eine ganz simple Idee, die uns motiviert hat. Unsere Vision war, stell dir einen Ort vor, wo Tag und Nacht gebetet wird. Und wo junge Leute hinkommen können. Das war erstmal der Anfang. Das war noch ein bisschen eine schwammige. Mittlerweile sind wir schärfer und sind wir präziser. Aber wovon träumen Sie? Wofür brennt dein Herz? Für welche Zielgruppe? Auf welches reale Problem haben Sie eine Lösung? Wenn Sie keine haben, gehen Sie auf die Suche. Das kann man alleine machen, das kann man mit einer Gruppe machen. Aber was Sie nicht machen sollten, ist einfach nur mit einer Gruppe zu sagen, jetzt schreibt man mal auf einem großen weißen Papier auf, was jeder sich vorstellt. Sagen die einen, es soll einen Streichelzoo geben, die anderen für Mütter mit Kindern Angebot, die nächsten, aber es soll auch Bratwürste geben, die anderen aber Hauptsache Rosenkranz. So, und daraus wird keine Vision. Das ist einfach ein Potpourri. Über das Wie, über die Ziele, über das, was könnte man anbieten, welche Würste es gibt, kann man dann immer noch sprechen. Aber sie müssen als Leiter ihre Gruppen, erstmal sich selbst, aber auch ihre Gruppen mit der Frage impfen, was ist eigentlich das Problem? Und was ist unsere Lösung? Was ist eigentlich das Warum? Warum tun wir, was wir tun?
Wir hämmern es beständig unseren Mitarbeitern ein. Es kommt wie aus der Pistole geschossen. Warum gibt es das Gebetshaus? Drei Gründe. Erstens, weil Jesus es wert ist, Tag und Nacht angebetet zu werden. Zweitens, weil Gebet die geistliche Atmosphäre verändert. Drittens, weil wir Orte brauchen, wo Gebet erlebbar und erlernbar wird. Punkt. Darum machen wir das. Darum stehen die morgens auf. Darum schließen Leute sich dem an. Und so können sie übrigens auch Spenden generieren. Menschen wollen teilhaben an was. Menschen wollen bei was Großem mitarbeiten, sei es finanziell oder sei es, dass sie sich einbringen. Aber lernen sie, ein Bild zu zeichnen. Okay? Jetzt, ich breche die gleiche Geschichte gleich noch runter in einzelne Schritte. Aber um diesen Punkt noch fertig zu machen, wenn sie eine Vision entwickelt haben, das wird Leute anziehen und sie werden dann Gemeinschaft um diese Vision herum bauen. Typische Leiterfalle ist, wir bauen die Vision um unsere Leute herum. Ja, wir haben einen, der hat ein großes Herz fürs Töpfern. Und weil der zufällig in meiner Gruppe dabei ist, muss das Töpfern irgendwie in der Vision vorkommen. Ich übertreibe ein bisschen. Am Schluss haben wir so eigenartige Konstrukte, die an den Leuten, die kommen, eigentlich vorbeigehen. Wir haben einfach nur jemanden, der gern töpfert. Und deswegen gibt es immer einen Töpfer-Workshop bei unseren Wochenenden. Wir müssen von den Menschen, die effektiv zu uns kommen oder von denen wir wollen, dass sie kommen, her denken. Entwickeln sie eine Vision und Gemeinschaft wird sich um diese Vision herum entwickeln. Wie entwickle ich konkret eine Definition, eine Vision? Also, erstens, definieren Sie ein Problem. Problem definieren. Zweitens, Lösung vorschlagen. Hier ist unglaublich viel Denkarbeit drin, hier ist unglaublich viel Gebetsarbeit drinnen. Tatsächlich auf Knien den Herrn zu fragen, was ist denn eine potenzielle Lösung für dieses Problem? Wie ist es denn heute denkbar? Aber das kann man lernen, man kann anfangen damit. Problem definieren, Lösung vorschlagen. Der dritte Schritt ist ein Appell oder ein Aufruf, warum ist jetzt die Zeit zu handeln? Wir sehen das beim Nehemia, der sagt, auf, lass uns jetzt bauen. Viele Menschen sehen, okay, da könnte man mal was machen, da sollte man mal was machen. Sie reden drüber. Ein Leader sagt, schaut mal her, das ist das Problem. Hier gibt es eine Lösung, die funktioniert. Lass es uns tun. Es gibt keine Ausreden mehr. Es ist auch das, was wir in Mission Manifest gemacht haben, zu sagen, okay, das Problem ist, wir erreichen keine dem Glauben fernstehenden Leute. Der Punkt ist, es gibt aber Sachen, die funktionieren, und zwar jede Menge. Es gibt Modelle, die funktionieren. Es gibt Lösungen. Und jetzt lass es uns tun. Diese Lösungen, die müssen gar nicht originell und die müssen gar nicht von Ihnen sein. Man kann sich einfach mal Sachen anschauen. Ich liebe das. Ich erkenne Leiter immer daran, welche Fragen sie stellen. Ich habe Ihnen gestern schon gesagt, dass ich es liebe, wenn ich mit Politikern, mit Geschäftsführern von großen Unternehmen zusammensitze. Ich stelle immer neugierige Fragen. Wie machst du das mit dem? Wie gehst du mit dem und dem Mitarbeiter um? Und wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich versuche immer die besten Ideen mir zusammen zu klauen. Deswegen, wenn Sie aus meinen Vorträgen irgendwas von einem anderen Vortrag von jemand anderem wiederentdecken, habe garantiert ich das von dem geklaut, nicht andersrum. Denn als Leiter bleiben Sie lebenslang Lernender. Und ich ermutige Sie, wenn Sie sagen, okay, ich habe ein Problem, bei uns kommen keine Leute. Naja, fahren Sie irgendwo hin, wo Leute kommen. Ist nicht so schwer. Und Sie sagen, ja, für uns unsere Homepage und unsere Social Media, das ist nicht gut und wir haben keine Spender. Dann fahren Sie irgendwo hin, wo es Spender gibt und Leute, die eine gute Social Media Arbeit machen. Oder wo junge Familien gerne hinkommen. Es gibt diese Orte und manchmal muss man ein, zwei Jahre lang rumfahren und sich Sachen anschauen. Das erfordert Demut. Demut heißt nicht zaghaft gar nichts tun. Demut bedeutet Belehrbarkeit. Demut bedeutet Lernen. Zu sagen, ich bin bereit, mich unter jemand anderen zu stellen. Und ich kenne so viele Leute, die an der Stelle eigenartig sind, die sagen, ich will nur von was lernen, wenn es genau mein Geschmack ist, wenn es genau meine Spiritualität ist. Sie können von fast allem was lernen.
Sie können in einen buddhistischen Yogakurs bei Ihnen ums Eck gehen und überlegen, warum gehen da Leute hin? An welcher Stelle antwortet dieses Angebot auf ein reales Problem? Denn wenn es nicht so wäre, wird da keiner hingehen. Einmal mehr die Dönerbude von gestern. Wenn die Dönerbude an einem Ort ist, wo nie jemand hungriger vorbeikommt und der Döner auch nichts ist, wird die Dönerbude zumachen müssen. Alles funktioniert so, außer es gibt einen Sponsor, der den monatlich das Gehalt bezahlt, auch wenn nie ein Döner verkauft wird oder der Döner schrecklich schmeckt. Über das habe ich gestern ja ausführlich geschimpft. Aber wenn wir führen wollen, dass ein Ergebnis da ist, ist die Frage einfach die, warum um alles in der Welt, die Leute sind nämlich nicht blöd, warum um alles in der Welt gehen die Leute denn dahin? Und dafür braucht es auch Demut. Ich möchte Ihnen einfach das mal mitgeben, einmal mehr als einen kleinen Stachel im Fleisch. Die Leute, die spirituell auf der Suche sind im deutschsprachigen Raum, landen nicht bei den Christen. Punkt. Wir haben den Markt schon komplett verloren. Die kaufen bestenfalls Anselm Grün einen Engel für jeden Tag. Und ansonsten gehen Sie einfach mal Hugendubel in München, gehen Sie in einen der großen Buchhandlungen und schauen unter Spiritualität. Sie haben 1000 Neuerscheinungen im Bereich östliche Spiritualität, Meditation, Achtsamkeit auf ein Buch, das christlich ist, und das ist der Anselm Grün, vielleicht noch Papst Franziskus Bildband. Das ist so. Und dann kann man schimpfen auf die böse Welt. Wirklich wahr, ich war letztes Jahr auf der größten Consumer-Buchmesse der Welt, die ist die Leipziger Buchmesse. Und ich schreibe für 2 christliche Verlage. Und alle christlichen Verlage zusammen hatten die Leseinsel Religion. Die Leseinsel Religion haben sie sich mit Muslimen und Juden geteilt. Und die war, ich würde mal sagen, etwa 1/10 von einer Halle. 1/10 etwa. Es gab 7 große Hallen. Und allein eine von den 7 Hallen war nur Cosplay und Cosplay-Literatur. Jetzt kennen Sie wahrscheinlich Cosplay gar nicht. Kannte ich auch nicht. Das sind junge Leute, die sich verkleiden als Fabelwesen und japanische Manga-Comics lesen. Allein diese Halle war etwa 20 Mal so groß wie alles, was auf Religion zusammen war auf der Leipziger Buchmesse. Einfach mal Relation, so, einfach mal Nüchternheit ein bisschen. Und dann ist aber der Punkt, wenn Sie in den nicht-religiösen Markt rumgegangen sind, haben Sie jede Menge Literatur gefunden, wo es um zentrale Themen ging. Da geht es um Spiritualität, da geht es um, wie kannst du ein Leben führen, das in Harmonie ist. Ja, das mag nicht unser Jargon sein, aber es sind genau die Probleme, die Leute interessieren. Es sind genau die Fragen, die Leute haben. Wie um alles in der Welt kommen Sie drauf, nie bei uns zu suchen. Ich kann Ihnen sagen, warum. Ich spreche wirklich nicht von Heiligen Kreuz, ich spreche wirklich nicht von hier. Aber wenn irgendein 38-jähriger, ausgebrannter Jungmanager in Frankfurt auf die Idee kommt, ich muss mal was tun, dass irgendwie, ich habe keinen Sinn in meinem Leben, frage, kommt er auf die Idee? Und da, wo ich wirklich eine Beratung finde, die mir weiterhilft, da läute ich im katholischen Pfarrheim St. Antonius, wo eh keiner da ist am Freitagnachmittag. De facto gehen die Leute auf Seminare, wo sie mit einer verwässerten Version von Buddhismus in Kontakt kommen. Ist einfach so. Und es genügt nicht, auf diese Leute zu schimpfen, wie doof sie sind. Der Kunde ist nämlich nie doof. Kundenbeschimpfung ist immer die dümmste Idee. Also es gibt einen Grund, warum Leute tun, was sie tun. Und wenn wir zu stolz sind, das zu analysieren, dann dürfen wir nur hoffen, dass irgendjemand unsere Dönerbude weiter sponsert, auch wenn wir keinen Döner verkaufen. Und es geht eine Zeit lang, aber es geht nicht ewig. Deswegen müssen wir uns die Mühe machen zu sagen, was macht dieser Yoga-Typ denn vielleicht richtig? Absolut in Medien oder sowas seit Jahren, mich treibt es um. Ich höre ganz wenige christliche Vorträge oder Podcasts, manchmal. Ich schaue mir die nicht-christlichen an, weil das die erfolgreichen sind. Und meine Vision war, ich will, dass wir mit unseren Angeboten im Bereich Spiritualität, wo auch die Nichtchristen drin sind, im Podcast-Markt im deutschsprachigen Raum ganz nach oben kommen. Und das ist gelungen. Wir sind Nummer 1 oder Nummer 2 mit unserem Podcast im Bereich Spiritualität im deutschsprachigen Raum. Und das, obwohl er nicht der Beste ist, gibt es andere auch gute. Aber weil es offensichtlich ein Wortschatz oder so trifft, der Leute erreicht. Aber dazu muss ich hinschauen, ob es wirklich funktioniert. Also, Problem definieren, Lösung vorschlagen, Appell.
Appell an die Leute, warum es jetzt Zeit zu handeln. Der vierte Punkt, jetzt sind wir eigentlich von der Vision dann schon langsam in der Umsetzung. Der fällt uns besonders schwer zu denken oft in der Kirche, obwohl viele große Heilige das intuitiv drauf hatten. Und das ist, entwickle eine Marke. Ich sage jetzt einfach nur Marke. Marke eben im Sinne von Brand, im Sinne von wiedererkennbar. Was ist der Wert von einer Marke? Eine Marke ist sowas wie, wo sieht man was? Sowas hier. Sehen Sie das hier? Das ist ein Feldzeichen. Das ist ein Feldzeichen, dass Leute wissen, okay, das sind die Türken und das sind unsere Leute. Und Menschen brauchen sowas. Menschen brauchen Marken, denen sie vertrauen. Ganz klar, wenn Sie ein goldenes M an der Straße, an der Autobahn irgendwo blinken sehen, dann wissen Sie, was Sie erwartet. Vielleicht nicht zu viel, aber ist vorhersehbar. Ist vorhersehbar. Und Menschen brauchen sowas und auch ihre Mitarbeiter brauchen das, dass die Vision Form annimmt in etwas. In einem Logo, in einem kleinen Satz, in einem Symbol. Unsere Vision, unser Slogan, mit dem wir momentan laufen, oder es ist mehr ein Motto im Gebetshaus, heißt: Night and day we pray, weil Jesus es wert ist, das leben wir, das trainieren wir. Und der große Trick von großen Marken ist, dass der Markenkern sehr einfach ist. Man könnte auch die schöne Abkürzung KISS verwenden: Keep it simple and stupid. Eine Vision muss absolut leicht verständlich sein. Sie muss absolut simpel sein. Ein einfaches Bild, okay, so sieht es aus. Alles klar. Keep it simple and stupid. Denn die Wahrheit ist, der Alltag sieht ein bisschen aus wie diese Schlacht hier hinter uns. Der Alltag sieht aus wie ein Sandsturm. Im normalen Alltag haben alle Leute alle Hände voll zu tun, wie der Hamster im Hamsterrad. Und wir Leiter müssen diese Vision hochhalten, indem wir diese Marke oder dieses Zielfoto beständig wiederholen und feiern. Beides. Wiederholen, es ist eine meiner Hauptaufgaben als Leiter vom Gebetshaus in Augsburg, die Vision beständig wieder ins Bewusstsein zu rufen. Immer wieder Leute, hey, lass uns nicht vergessen, warum tun wir das Ganze? Warum ist es relevant? Warum ist es jetzt wichtig? Was wollen wir wirklich? Und dann auch feiern. Wir feiern jeden Jahrestag. Die Kirche ist sehr groß im Feiern. Der Jahrestag von der Gründung, Jahrestag von dem Ersten, der da mitgemacht hat. Wir feiern, weil wir den 100. von dem und dem erreicht haben oder das 20. Treffen. Leute lernen über das Feiern ganz viel, was die Kultur ist. Also wiederholen und feiern. Und um das rum wird dann Gemeinschaft entstehen. Aus dem raus entwickeln sie dann Ziele. Ich möchte kurz abschließend jetzt noch über Ziele sprechen. Ich freue mich nachher, dass ein ganz großartiger Redner und guter Freund von mir im Anschlussvortrag einiges von dem noch weiter ausführen wird, der Patrick Knittelfelder. Und wo es viel um die Umsetzung einer Vision geht. Die Umsetzung einer Vision, so entwickelt man eine. Die Umsetzung einer Vision ist folgende Kunst. Sie sehen einen großen Berg. Sie sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ja, hätte ich auch nicht. So, ja, wir wollen 100 Menschen für Jesus erreichen. Ja, keine Ahnung. Wir wollen einen Ort schaffen, wo Menschen in schweren Nöten Geborgenheit finden. Ja, keine Ahnung, bräuchte man 1 Million dafür, bräuchte man 20 Leute. Und schon, wir sehen den Berg und schon sind wir in diesem grauen Kreis. Sagen Interessensgröße. Ja, hätte, könnte, sollte. Ja, hätte, Fahrradkette. Wenn der Bischof wollen würde, wenn das anders wäre, wenn wir mehr Geld hätten, wenn wir Mitarbeiter hätten, so. Der Einflussbereich wächst, wenn wir diesen großen Berg runterbrechen in was ganz Wunderbares, nämlich in kleine,
erreichbare, messbare und machbare Ziele. Und was ist ein Ziel? Ein Ziel ist was anderes als eine Absichtserklärung. Eine Absichtserklärung ist, ja, ich werd mich mal anstrengen. Eine Absichtserklärung ist, ja, wir werden alle ein bisschen mehr beten. Das ist kein Ziel. Das ist so ähnlich, wie wenn ich jemand frage, wenn jemand sagt, ich will abnehmen, ich bin übergewichtig, ich will abnehmen, sage ich, okay, wie willst du das machen? Ja, meine ganze Einstellung ist jetzt schon mal drauf eingestellt. Ich habe ein Buch drüber gelesen. Ja. Erstaunlich viel in der Kirche läuft genauso. Wir haben das Buch drüber gelesen und denken, dass wir deswegen schon abnehmen. Na, wie nimmt man ab? Ja, indem ich halt konkret zweimal in der Woche Sport mache, indem ich an der und der Stelle mein Essen verändere. Nicht indem ich sage, du, ja, ab jetzt, gell, ich werde viel mehr Sport treiben. Sondern, aha, du wirst viel mehr Sport treiben. Und wie genau sieht das aus? Dann sagst du, ja, mein ganzes Denken ist schon viel sportlicher geworden. Und immer wenn es mich überkommt, mache ich eine Liegestütze. Da wird nie was draus. Ein echtes Ziel ist messbar, machbar und motivierend. So. Erstmal messbar. Ich behaupte, man kann alles messen, man muss nur überlegen, wie. Was man nicht messen kann, oft ist man einfach nur zu träge, drüber nachzudenken. Ich behaupte, man kann alles irgendwie messen. Ein Ziel richtet sich nur an das Machbare. Wenn zum Beispiel mein Ziel ist, ich will länger leben oder ich will, dass meine Frau glücklich ist, das ist nicht eindeutig machbar, weil das hängt von vielen Faktoren ab. Ich kann nur überlegen, was kann denn mein konkreter Beitrag sein, dass ich gesunde lebe oder dass unsere Ehe gut geht und lass es mich irgendwie messen. Meine Frau und ich haben das gesunde Ritual, dass wir jeden Tag von 17 bis 18 Uhr zusammen Tee trinken. Das ist unsere Ehezeit. Das ist messbar. Wenn ich sagen würde, Schatz, du, ich bin so verheiratet, Tag und Nacht bin ich verheiratet mit dir. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt das so festlegen mit dieser einen Stunde, sondern wir schauen einfach immer mal so. Was nicht real in Zeit und Raum stattfindet, findet gar nicht statt, sondern nur in deinem Kopf. Wenn du mir sagst, es ist mir ganz wichtig, viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, zeig mir, wann du Zeit mit deinen Kindern verbringst. Ansonsten ist es einfach nur ein frommer Wunsch. Und ganz viele Leitungsteam-Treffen oder Pastoralteam-Treffen, die tauschen sich aus. Am Schluss sagen, ja, müssen wir was machen, ja, tragen wir im Gebet und Gutes. Und es wird nichts draus. Wenn Sie ein Team führen, dass Sie aus der Vision konkrete Ziele ableiten, zu sagen, okay, messbar. Was machst du bis nächste Mal? Du besuchst folgende zwei Gruppen und schreibst zusammen, was du gelernt hast. Du liest folgendes Buch durch. Drittens, du sprichst mit folgenden 5 Leitern und interviewst sie zu dem Thema. Viertens, du entwickelst einen Fragebogen für die 25 Firmlinge vom letzten Jahr, wie ihnen der Kurs gefallen hat, ob er was gebracht hat. Wunderbar, da passiert ja wirklich was. Da wird eine Vision umgesetzt in praktische Steps, umgesetzt in Ziele. Machbar bedeutet, es muss was sein, auf was man direkt Einfluss nehmen kann. Sie können nicht auf alles direkt Einfluss nehmen, aber auf vieles. Drittens, motivierend. Motivierend ist genau an der Grenze von Unterforderung und Überforderung. Nicht motivierend ist eh das, was wir schon machen. Nicht motivierend ist, wir werden weiterhin uns jeden Montagabend zum Gebet treffen. Nee, wenn wir das eh schon machen, ist das kein motivierendes Ziel. Auch nicht motivierendes Ziel ist, wir werden uns jeden Abend 2 Stunden treffen, wenn jeder weiß, das geht einfach nicht, das ist zu viel. Motivierend ist ein bisschen über dem, was wir schon tun. Es ist genau zwischen der Überforderung und der Unterforderung. Frage, wie viele Ziele können Sie persönlich oder kann Ihre Gruppe oder Organisation gerade aktiv schwerpunktmäßig verfolgen? Antwort, 2 bis 3. Das heißt, Sie wählen am Schluss aus, was sind die 2 bis 3? Es gibt eine Abkürzung WICS. WICS sind Wildly Important Goals. Wildly Important Goals sind solche Ziele, wo man sagen, wenn wir die nicht erreichen, können wir uns den ganzen anderen Rest sparen. Am Schluss ist die Frage für einen Leiter immer die,
was ist dringend, was ist wichtig. Vieles, was dringend ist, ist nicht wichtig. Vieles, was wichtig ist, ist nicht dringend. Vieles, was dringend ist, müssen wir unbedingt reagieren, bringt mich nicht langfristig meiner Vision näher. Deswegen muss ich beständig das ein Stück weit ausblenden. Das ist nämlich Teil des Sandsturms. Wenn ich visionär führen möchte, muss ich mich führen lassen vom Wichtigen. Und das Wichtige ist definiert als, dass es unmittelbar dem Erreichen der Vision zuträgt. Und dann mache ich ein messbares Ziel draus, denn ich will das überprüfen, ich will das evaluieren, ich will alles evaluieren. Und ich werde beständig die Organisation runter einengen auf diese 2 bis 3 Wirks. Und der Witz ist, das ist dann auch motivierend. Denn wenn was erreichbar ist, wenn ich merke, warte mal, da vorne ist ein Tor. Okay, wir sind 11 Typen. Es wäre doch gelacht, wenn wir nicht ein Tor schießen könnten. Wissen Sie, was passiert, wenn man ein Tor schießt? Genau, Motivation. Und dann kann man sich Motivationstraining sparen, denn Menschen wollen Tore schießen, Menschen wollen Visionen erreichen. Und jetzt haben Sie eine Frage- und Antwortzeit verdient, nachdem ich gestern schon so lange gesprochen habe. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, dass wir es auf Fragen beschränken, weniger auf Erfahrungsberichte aus der Praxis, weil dafür sind eher dann die Workshops oder die Pausenzeiten gedacht. Fragen zu diesem Thema und zu dem, worüber ich gestern gesprochen habe. Hier ist ein Mikrofon, einfach wenn Sie strecken, ganz hinten. Und alle Fragen, die ich nicht beantworten kann, wird mein Nachredner erschöpfend beantworten können. Bitte. Ja, ich habe eine Frage zu gestern. Ja. Und mir liegt so ein bisschen im Magen dieses Exzellenzthema. Und ich frage mich jetzt vor dem Hintergrund, und ich möchte es irgendwie ein bisschen spielerisch einleiten, so wie gestern auch diese Teambuilding-Maßnahme irgendwie veranstaltet wurde. Der Herr, Gott hat Jesus den Auftrag gegeben, du hast ein Leben Zeit, du musst die Welt retten und du musst eine Institution installieren, die Bestand hat auf Ewigkeit. Wie machst du das? Bitte such dir ein Team aus, bitte such dir entsprechende Mittel aus. Wie wirst du das verwirklichen? Und vor diesem Hintergrund frage ich mich, wieso Jesus sich nicht für die Exzellenz entschieden hat, weil es gab damals bestimmt auch die Megapropheten, die es extrem drauf hatten, die super geglaubt haben, die total bibelfest waren und die richtig beseelt waren vom Heiligen Geist. Also zunächst hat Jesus unter Hunderten oder sogar Tausenden Menschen, die ihm gefolgt sind, 12 Leute ausgewählt und in die gezielt investiert. Die genauen Kriterien für die Auswahl wissen wir nicht. Aber es ist, ist ein Argumentum ex nihilo oder also es ist ein aus, oder Exzellenz aus dem Schweigen heraus. Die Schrift sagt nicht, warum er die 12 ausgewählt hat. Also zu unterstellen, dass sie besonders schlecht geeignet wären, kann man auch nicht machen. Was wir feststellen können, ist, dass Jesus qualitativ sehr, sehr viel Zeit in diese 12 investiert hat. Und das, was er ihnen beigebracht hat, hat auf jeden Fall dazu gedient, dass sie als Apostel ihren Dienst auf optimale Weise, wenn sie an Lukas 10, die Aussendung der 72 auch denken, durchführen können. Und ich würde sagen, Exzellenz hat halt unterschiedliche Kriterien. Ich glaube, für Jesus war eines der Hauptkriterien, warum er Petrus ausgewählt hat, war, dass er belehrbar war. So ein bisschen wie König David, der hat auch jede Menge Mist gebaut, aber der hat so ein Herz, das belehrbar blieb, wohingegen die Pharisäer, die tatsächlich in der Bibel gut ausgebildet waren, nicht belehrbar waren. Und Exzellenz heißt nicht immer automatisch zum Beispiel am meisten studiert. Aber Jesus hat eine Auswahl getroffen, er hat fokussiert auch seine Zeit. Er hat sich rausgenommen aus Dringlichkeiten, hat Zeit fürs Gebet genommen, hat in diese 12 Leute investiert und hat denen auch sehr klar gesagt, was sie tun und was sie nicht tun sollen. Zum Beispiel in welche Städte sie gehen sollen, welche nicht. Das ist eine Priorisierung. Und natürlich hat Jesus visionär gefühlt, die große Vision, die er geführt, die große Vision, die er uns gegeben hat, ist der Missionsbefehl. Das ist eine klassisch visionäre Führung. Bitte, Herr Moll. In Seminaren komme, lerne ich sehr viel, obgleich ich fast 70 bin. Gestern habe ich zugehört, gespannt, Movement, aber habe keine Weiterführung erfahren. Meine Frage ist, wenn wir über Vision nachdenken und seitdem ich Mission Manifest kenne als Evangelischer,
träume ich fast jeden Tag davon, dass das ein neues Movement bewegt. Mich hat es schon bewegt, ich habe schon mindestens 100 von diesen Flyern verteilt und jeder springt drauf. Warum schaffen wir es nicht, dass wir jetzt schon ein Movement sind? Warum zweifeln wir noch? Meine Vision, ich möchte gerne heute was dazu hören. Wie schaffe ich es, diese Bewegung nach Deutschland zu bringen? Ist dringend erforderlich. Wir haben alles, was es benötigt. Aber ich habe gestern gehört, wir schaffen es nicht, ein Movement in Gang zu setzen. Das sehe ich anders. Die Tage der kleinen Anfänge sind nicht zu verachten. Ich bin der Meinung, dass ein Movement im Entstehen ist. Ja, also ganz klar, ich könnte Ihnen Kennzeichen sagen, aber es ist sehr, sehr ermutigend, was gerade passiert. Aber ich gebe Ihnen ganz recht, wir sind es wenig gewohnt, in Movement zu denken. Wir sind oft gewohnt, wenn dann, in unseren eigenen kleinen Grüppchen zu denken. Aber zu sagen, okay, was tut der Heilige Geist über die Grenzen von meiner eigenen Gruppe hinaus? Was ist vielleicht gerade eine Strategie? Das sind wir wenig gewohnt, also in einer großen Vision zu denken. Deswegen ist es ein bisschen mühsam, aber ich bin eigentlich ganz hoffnungsfroh. Ich bin der Meinung, dass es gerade passiert. Ja, Halleluja. Ganz da drüben. Oder erst hier, Ladies first. Ja, also mich interessiert folgende Frage. Und zwar, wir haben jetzt sehr viel über die Person eigentlich eines Leiters gesprochen. Mir ist aufgefallen, also es gibt Menschen, die haben bestimmte Talente, wie jetzt in deinem Fall du, dass du gut reden kannst. Aber es gibt also meines Erachtens nach auch Persönlichkeiten, die jetzt nicht so vordergründig sind. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass du vordergründig bist, aber... Ja, dass sie halt einfach jetzt nicht so viel reden, sondern vielleicht andere nach vorne schicken. Und die Frage, die sich mir daraus ergibt, ist, ist es notwendig, dass man bestimmte Talente, Charismen hat, abgesehen von dem, oder gibt es jetzt ein spezielles Charisma der Leiterschaft? Also es ist so ein bisschen so eine Frage, muss man bestimmte Dinge haben als Leiter oder gibt es einfach verschiedene Persönlichkeiten von Leitern? Vielleicht kann Ja, da gibt es sogar Untersuchungen dazu, ganz klar, das wurde empirisch erforscht und eines der interessantesten Bücher dazu ist From Good to Great von Daniel Goleman, der, das heißt auf Deutsch irgendwie Der Weg zu den Besten, glaube ich, es ist Jim Collins, von Jim Collins mit C, der hat Leiterpersönlichkeiten untersucht und herausgefunden, dass die Leiter von den effizientesten und größten Unternehmen, die er analysiert hat, es waren oft gar nicht die großen Alpha-Tierchen, die vorne stehen und laut sind, sondern eher Leute, die es geschafft haben, die Key Player, die hauptwichtigen Leute in jeweils ihre optimalen Funktionen und Effizienz hineinzuführen und darin zu begleiten. Das wäre jetzt eine komplexere Sache, aber Leiterpersönlichkeiten sind erstaunlich unterschiedlich. Und ich glaube auf jeden Fall, dass sie eine Fähigkeit haben müssen, visionär zu führen. Und ich werde heute Nachmittag sprechen über das, wie man die Herzen der Menschen gewinnt und mitnimmt. Mir scheint, dass das zwei Dinge sind, die worüber man nicht diskutieren kann. Aber die Persönlichkeitstypen sind erstaunlich unterschiedlich. Und selbstverständlich, also nur weil es gestern war, selbstverständlich können Frauen großartig führen. Es ist sogar oft, die Persönlichkeitstypen sind erstaunlich unterschiedlich. Okay, ich mache den Satz schon fertig. Frauen sind durchschnittlich fast immer besser im sich selber führen und in der Umsetzung von naheliegenden Zielen. Gerade Jungs, die nachkommen, die jetzt nicht zum Beispiel aus Unternehmerfamilien oder aus der Landwirtschaft kommen, haben oft es viel weniger gelernt als Mädchen, was ich erlebe in meinem Kontext, einfach sich selber zu führen, ihre Ziele zielgemäß umzusetzen. Gleichzeitig haben Frauen überdurchschnittlich oft ich weiß nicht, woher es kommt, aber weniger stark entweder den Wunsch oder das Zuvertrauen oder die Ambition, dann ganz oben mitzugestalten. Auch das lässt sich empirisch zeigen. Das heißt, das führt dann dazu, dass man oft im Unterbau viel mehr Frauen hat und ganz oben mehr Männer. Also, aber das nur als Wahrnehmung. Ich bin definitiv der Meinung, dass sowohl Frauen als auch Männer wunderbar führen können. Ich bin der Meinung, dass jeder führen lernen kann, aber nicht jeder im gleichen Maß. Nicht jeder wird 1000 Leute führen, aber beinahe jeder kann lernen, 10 Leute zu führen, fast jeder. Und wie die Charismen oder wie die Persönlichkeitstypen da verortet sind, sind dann sehr unterschiedlich. Ich persönlich mag auch ganz gern, was Paulus im Epheserbrief Kapitel 4 schreibt. Er nennt 5 Ämter oder 5 Dienstgaben. Er sagt Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Auch das sind 5 Führungspersönlichkeiten. Der Apostel ist ein Visionär, der was Großes aufzieht. Der Prophet ist jemand, der
die Zeit durchschaut und von Gott her ein anderes Bild zeichnet. Der Lehrer ist einer, der Denken transformieren kann. Der Hirte ist einer, der die menschlichen Herzen an sich zieht. Und der Evangelist ist jemand, der für die Expansion, der nach draußen sieht. Der stellt jetzt schon die Frage, warum sitzen wir den ganzen Tag drum, tun nichts, da draußen gehen die Leute vor die Hunde. So denkt ein Evangelist. Und alle fünf Typen können sehr, sehr gut führen. Und am optimalsten führen sie auch in einem Team. Das nur am Rande. Über Team, das wäre natürlich ein ganz fantastisches eigenes Thema nochmal. Werde ich heute Nachmittag ein bisschen was sagen, aber nicht so viel. Es war hier hinten eine Frage. Das passt dazu, ja, meine Frage. Ich bin seit 16 Jahren Pfarrer, ja. Ich muss von praktisch reden, sonst kann ich nicht die Frage stellen. Mir fehlt diese Basel, wer mit mir die Vision führt. Das heißt, ganz konkrete Beispiele, heutzutage die Erstkommunion, die Mutter, Begleiter oder die Lehrerin der Schule sind überfordert mit den Kindern der heutigen Zeit, von Scheidungen, Problemen in der Familie. Das heißt, eine Erstkommunionstunde mit der alten Tischmutter, ja, eine Vision, eine schöne Erstkommunion feiern mit Turke, okay, darf ich heute nicht mit die Damen vor 20 Jahren die ganze Frage. Das heißt, meine Frage lautet, wie ich als Leader, als Pfarrer, ja, mein Team auswähle für diese Vision. Ich das wäre. Es kann sein, dass ich habe schon beantwortet, aber ich habe das wahrscheinlich gehört. Also Ihre Frage lautet spezifischer nochmal, was mache ich mit der Tatsache, dass ich schon ein Team habe, aber die nicht unbedingt Leute sind, die visionär denken können. Das ist eine noch schwierigere Frage. Das ist die Frage nach einer Transformation. Also wenn Sie was neu aufbauen, ist es verhältnismäßig leicht, weil Sie von Anfang an die Vision installieren können. Wenn Sie eine schon bestehende Gruppe wie eine Pfarrgemeinde haben und die langsam visionär zu einem neuen Modell umbauen wollen, müssen Sie anders agieren. Und einer, der am besten darüber nachgedacht hat, ist James Mellon in seinem Buch, ich glaube, Rebuild heißt das, oder? Divine Renovation. Wenn Gott sein Haus saniert, wo er sagt, wie kann man eine Kirche von einer Verwaltungskirche, so wir verwalten unseren Untergang, das Buch gibt es da hinten übrigens, ja, wie kann man eine Kirchengemeinde von einem wir verwalten den Untergang hinführen zu einer missionalen Gemeinde, und wesentlich seine Antwort ist, es beginnt mit einer Vision. Das heißt, indem man ein Bild zeichnet, das sagt, stellen Sie sich vor, wir wären, und jetzt kommt's, nicht nächstes Jahr soweit, sondern sagen, stellen Sie sich vor, in 5 Jahren. Hätten wir ein besseres Modell. Wir müssen nicht aus dem Stress heraus agieren. Es reicht zu sagen, wie wäre es, wenn wir in 5 Jahren eine Erstkommunionvorbereitung hätten, die dazu dient, dass die Eltern zum Glauben kommen. Wow, da kommt Freude auf. Das ist die Kraft des Warums. Dann sagen Leute, wow, das hört sich gut an. Okay, was müssen wir machen? Ja, was wäre ein erster Schritt? Lass uns doch einfach mal Orte anschauen, wo das gelingt. Lass uns mal recherchieren, ob das irgendwo gelingt. Lass uns Bücher dazu lesen, lass uns hinfahren. Und an der Stelle, ganz wichtige Frage, die Sie stellen, wie wähle ich die Leute aus? Es genügt am Anfang, wenn man nicht alle mitnimmt. Solange man drüber kommuniziert, wenn Sie eine Pfarrgemeinde oder ein Kloster transformieren wollen in einem Kurs, genügt es, wenn Sie überlegen, wer sind die 2, 3 anderen. Sie müssen sich umgeben mit ein paar brennenden Herzen, sonst versauern Sie. Aber es reicht, wenn es 2, 3 sind, und dann nicht sektenhaft, wir sind die Besseren. Man kann der ganzen Pfarrgemeinde sagen, es gibt ein kleines Team, das eine Zukunftswerkstatt ist, ein Dream Lab, eine Visionsgruppe, wie auch immer. Wer dazukommen will, ich informiere gerne drüber. Und wir denken drüber nach, wie unsere Pfarrgemeinde in 20 Jahren aussehen könnte. Und mit denen fahren Sie dann woanders hin. Da fahren Sie auf eine Leadership-Konferenz. Da besuchen Sie irgendwo, wo es funktioniert. Denn Leiter bringen Leiter hervor. Und ein Raum von visionärem Glauben steckt Menschen an. Menschen können das in der Regel nicht. Die Frage, die Sie haben, ist höchst relevant, weil fast alle Menschen nicht visionär denken können. Beziehungsweise Kinder können das noch, das wird ihnen abtrainiert von den Eltern. Und leiten heißt da auch Leben wecken, zum Beispiel, indem man Leute mitnimmt und sagt, okay, lass uns doch ein Jahr Zeit nehmen, mal erst rauszukriegen, was eigentlich das reale Problem, die reale Not ist. Einfach mal das evaluieren mit den Eltern. Wie geht es denen so? Was brauchen die vielleicht? Gleich hier vorne. Direkt
fatal, das umsetzen, weil wir haben halt eine extreme Inability to execute. Also ich sehe das jeden Tag. Und wie schafft man als Leader zum einen die Vision zu formulieren und wenn man und nicht ins Micromanagement zu kommen, weil man muss ja doch immer wieder den Progress tracken können. Ja, das ist eine komplexere Frage. Da ist dann der Teambuilding, Organisationsentwicklung, alles noch dahinter. Ich würde mal sagen, der allererste Schritt ist zu checken, dass eine Vision nur funktioniert, wenn sie auf eine Not antwortet. Und zweitens, dass eine Vision sich nur umsetzt, wenn sie sich in Ziele materialisieren lässt. So, du stellst genau die richtige Frage. Das nächste, was dann folgt, wäre eine Organisationsentwicklung, zu sagen, okay, nicht jeder kann alles machen. Also brauchen wir 5 Leute, die brauchen Stellenbeschreibungen. Wer tut was bis wann? Wer kontrolliert wen und wie messen wir den Erfolg? Und dann sind wir bei der Exekution, bei der Umsetzung. Ich denke, dass es den Rahmen von hier ein bisschen sprengen würde. Das könnte für ein späteres Seminar mal sein. Klar, also das ist nur, hey, das ist natürlich der Anfang, vom Anfang erst. Ja. Ich stimme zu, dass unser Problem mindestens so oft in der Umsetzung ist, wie im Visionieren, aber ganz oft ist schon gar keine Vision da. Wenn keine Vision da ist, kann ich ja nichts umsetzen. Nur indem ich eine Vision habe, ist die Umsetzung zwar noch nicht da, aber wenn ich lerne, die Vision in Ziele runterzubrechen, komme ich einer Umsetzung schon ziemlich nah. So. Jetzt ist das Mikrofon gerade noch hier. Eine Frage zur Mitarbeiterausbildung. Ja. Im Gleichnis, ein Mann hatte zwei Söhne. Und ich habe Mitarbeiter zum Beispiel, die sagen, ja, ich will beten, ja, ich will machen. Die sagen ja und dann aber dann doch irgendwie klein beigeben und dann das doch nicht machen. Brennende Herzen, die unproduktiv sind. Sich freundlich trennen. Ich habe keine Lust, mit Leuten in Krieg zu führen, die nicht kämpfen wollen. Ich werde heute Nachmittag ein bisschen mehr darüber sprechen, aber also auch das ist visionäre Führung. Also wenn jemand nicht bereit ist, eine Vision in Ziele runterzubrechen und die auch zu tun, dann ist er als Teilnehmer herzlich willkommen, aber nicht als Mitarbeiter. I'm sorry. Bitte. Ich habe eine ähnliche Frage, und zwar, wenn die Vision von Leuten, die dazukommen, sich immer mehr vergrößert. Wie schaffe ich das, dass ich die Vision nach wie vor im Ziel ausgerichtet bleibe? Beziehungsweise, was mache ich mit den Leuten, die so stark sich anwenden an diese Vision? Genau, wie gehe ich damit um? Ja, das ist eine Frage, die ich ständig auch habe. Aus unserem Gebetshaus hat sich auch letztes Jahr ein eigener Dienst entwickelt, der Männer, die in Pornografiesucht gefangen sind, freisetzt. Ich habe da 2 meiner besten Mitarbeiter verloren oder freigesetzt, weil man gemerkt hat, das wird mehr und mehr so stark deren eigene Vision, die eine Zeit lang unter der Gesamtvision des Gebetshauses laufen konnte. Aber dann ist praktisch wie ein Geburtsprozess nötig und das ist ja wunderbar. Wir wollen ja, dass Leute eine eigene Vision bekommen. Und die Schnittmenge muss einfach groß genug sein. Und über das früh genug zu sprechen, ist sehr wichtig. Denn wenn man über Vision nicht genau spricht, verwildert die Gruppe. Das bedeutet, jeder macht sein Ding. Wenn man nicht drüber spricht, denkt man, ich habe gedacht, unser Gebetskreis dient, und sobald Leute aussprechen und du das hörst, denkst du, das war nie meine Vision, deswegen müssen wir drüber sprechen. Im Buch Amos gibt es mal sowas, können denn 2 zusammenlaufen, wenn sie nicht das gleiche Ziel haben oder irgendwie sowas. Wenn die Vision nicht die gleiche ist, können sie nicht zusammenarbeiten. Also natürlich, man kann kooperieren im Sinne von, du machst deins, ich mach meins, wir schauen noch Synergien. Aber eine Gruppe muss eine Hauptvision verfolgen, wo die Schnittmenge groß genug ist, wo sich Einzelvisionen drin finden können. Bitte. Ja, meine Frage geht ganz an den Anfang zurück, also zum Bilden einer Vision. Und bist du der Meinung, dass das nur die Aufgabe des Leiters ist oder des ganzen Teams? Also dass sich 3, 4, 5, 10 Leute zusammensetzen und sich überlegen, was ist unsere Vision? Das ist der häufigere Fall, dass das ganze Team macht und es ist wunderbar. Ein Teamfindungsprozess, ein Wochenende zu machen, irgendwo auf eine Berghütte zu fahren, ist fantastisch. Weil wenn Menschen gemeinsam eine Vision entwickeln, muss man sie nachher für keine Vision begeistern. Da sind sie schon begeistert. Also im Idealfall entwickelst du die Vision mit anderen zusammen. Oft hat man als Leiter schon ein bisschen so ein Grundgefühl und den Drive, aber nee, nimm andere mit. Es gibt auch. Das ist die Kunst. Es ist ganz ein sensibler Prozess, so einen Teamprozess zu führen. Es gibt auch sehr gute Trainer, die man extern reinholen kann, die schauen. Also ganz klar, wenn du der Leiter bist,
dann muss die Vision auch zu dir passen. Es kann nicht sein, dass Leute eine Vision entwickeln aus deiner Gruppe, die nicht zu dir passt. Also wenn, dann müsstest du gehen. Aber es ist ein sensibler Prozess, der Gruppe wirklich die Gruppe zu ermächtigen, selber eine Vision zu entwickeln und gleichzeitig man kann viel durch Fragen führen, allgemein. Durch Fragen kann man viel führen, aber nicht manipulieren. Das ist ein sensibler Punkt. Ja. Bitte. Ich habe noch eine Frage, und zwar im Berufsleben, im Weltlichen ist es ja so, wenn man gemeinsam ein Projekt angeht und eine Vision hat, dass man auch jetzt um diese Sache herum sich geistig austauscht und ununterbrochen auch eventuell zum Streit kommt. Aber man weiß, es geht gut aus, weil man letztlich den Blick auf dieses Projekt geworfen hat. Und es geht nicht um die eigene Meinung, sondern es geht um die Sache. Und aus dem Grund ist ein Streit auch aushaltbar, weil jeder auch Fragen hat, die auch andere herauskitzeln und nochmal irgendwie vielleicht. Und ich bin jetzt seit 12 Jahren in der Kirche. Also erstmal, das ist wunderbar, wenn man mit Vision führt. Ne? Genau sowas, es ist wunderbar. Und jetzt zur Kirche? Und in der Kirche ist es für mich seit 12 Jahren so, dass ich innerlich verstummt bin, weil ich das Gefühl habe, es gibt kein Du. Also kein Du, das auch etwas aushält oder auch was aushalten möchte, sondern es ist so, wir lassen es stehen. Jeder sagt etwas und dann lässt man es stehen. Aber ich frage mich immer, wenn man es stehen lässt... Wertfrei in den Raum stellen. Genau, und dann... Wenn man etwas aber dann erwidern möchte, weil man nicht jetzt, weil man den anderen zunichte reden möchte, sondern einfach nur, weil dieser Prozess nicht in Gange kommt, damit das entstehen darf, dann ist schon wieder irgendwie so, man stülpt sich drüber, man hat keine Demut, man kann den anderen nicht so nehmen, wie er ist, man liebt ihn nicht genug. Und ich muss ehrlich sagen, seit 12 Jahren... ist auch deshalb nichts entstanden, weil man immer das Gefühl hat, man ist die Böse oder man kann einfach Dinge nicht, auch mit Priestern, es tut mir leid, ich liebe Priester sehr, aber sie bleiben immer bei sich. Und ich denke mir, wenn ich ein Du haben möchte, muss ich auch aus meinem Privatleben was hergeben wollen und ich muss auch was einbringen können. Und nicht nur zuhören. Ich war immer so. Was Sie ansprechen, ist die Unkultur des Leadership-Verhinderns in der Kirche. Und wenn wir jetzt aber darüber sprechen, wie schlimm das ist, sind wir in der Gefahr, nur noch in der Interessensgröße zu sein. Hätte, könnte, sollte. Ich stimme Ihnen absolut zu, in allem. Leider. Schmerzhafte eigene Erfahrung. Einzige spannende Frage ist, wo ist der Einflussbereich, wo Sie was verändern können? Und gerade in einer Pfarrgemeinde oder in einer sehr hierarchischen Situation, wo es einen Eingesetzten gibt, der das wenig sieht, wird es vielleicht sehr schwer sein. Ich empfehle, wenn Sie eine Vision haben und in dem, wo Sie beruflich oder vom Engagement her tätig sind, keine Möglichkeit haben, der Vision Ihres Herzens zu folgen, verlassen Sie den Ort. Wie gestern in der Früh auch, ich glaube, einer meiner Vorredner hat es gesagt, ja, change it or leave it. Ja? Oder change it, accept it or leave it. Also entweder kann man irgendwann im Herzen mit und sagt, so ist wie es ist, oder ich kann es verändern, oder ciao. Aber langfristig entspricht es nicht der Würde des Menschen, außer man hat sich bewusst durch Gehorsam lebenslang gebunden. Dann ist es ein anderes Problem. In der Ehe oder im geweihten Leben ist man Gehorsam. Aber Gehorsam wäre nochmal ein anderes Thema, denn Gehorsam bedeutet nicht, dass man nichts sagen darf. Gehorsam entbindet übrigens auch nicht von der Pflicht, dem Oberen die Wahrheit zu sagen. Das ist oft eher Menschenfurcht und Feigheit, die da hindert. In der Liebe, jeder braucht Korrektur. Niemand ist als Person unfehlbar. Aber wenn man überhaupt keinen Handlungsspielraum hat, dann empfehle ich, sich einen anderen Ort zu suchen, wo man sich einbringen kann. Ich muss zum Ende kommen. Ja? Wir haben noch 10 Minuten. Okay. Bitte. Meine Frage ist eher praktischer Natur. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist jeder Christ dazu berufen, ein Leader zu werden. Ja, auf einer gewissen Ebene, ja. Okay, weil wenn jetzt alle Menschen in diesem Raum Leader werden und diese Menschen zusammenarbeiten wollen, wie funktioniert das? Also wie kristallisiert sich dann ein Leader innerhalb einer Gruppe heraus? Wann muss man selber zurückstecken und wie soll man gemeinsam arbeiten, wenn jeder leiten will? Automatisch. Menschen folgen automatisch, instinktmäßig der Person mit der größten Leitungskompetenz. 10 Leute, die gut führen, können oft
sehr gut einem führen, solange sie glauben, dass der besser führt als sie. Alle Unternehmen der Welt funktionieren so. Also wenn Sie ein großes Unternehmen wie Apple haben, da ist unter den einen Hauptleader, das gibt ja tausende von Leuten, die auf einer gewissen Ebene leiten müssen. Also die Frage ist einfach, wer ist verantwortlich, über welche Größe zu leiten? Ich bin ganz bei Ihnen, jeder Mensch ist berufen, auf irgendeiner Ebene zu führen, aber für manche wird das tatsächlich nur sein, das eigene Leben zu führen, vielleicht die eigene Familie, vielleicht ein, zwei Leute positiv zu beeinflussen. Es wäre eine Überforderung zu glauben, dass jeder Mensch wirklich eine Gruppe von 10 oder 20 Leuten leiten kann. Das glaube ich nicht. Das ist nicht meine Erfahrung. Und wenn hier im Saal, was ich natürlich hoffe, 200 Leute sitzen, die führen, es gibt ja so viele Gesellschaftsbereiche, es gibt so viele Zielgruppen, dass es eigentlich ganz wunderbar ist, wenn jeder Leader ist und sich gemeinsam einer noch größeren Vision unterzuordnen, das ist kein grundsätzliches Problem. Das passiert eigentlich ständig. Meine Frage: Wenn man in einer Gruppe versucht, Leute zu finden, wirkliche Mitarbeiter zu finden, gibt es meistens sehr viele, die Absichtserklärungen haben und gute Ideen haben, aber ganz wenige, die dann bereit sind, wirklich an Ziele zu denken. Ja. Wie gehst du am besten an, dass sie aus diesen Leuten mit den Absichten, dass sie die motiviert zu Zielen? Also, indem man von Anfang an über Visionen führt, siebt man Leute aus. Ganz viele haben keine Lust drauf. Ganz viele Leute wollen bei irgendwas dabei sein, ohne Verantwortung zu übernehmen. Das ist sogar der Großteil der Menschen. Wenn man aber von Anfang an eine Unterscheidung trifft zwischen Teilnehmern und Mitarbeitern, also ich mache ein Beispiel bei uns im Gebetshaus, das hört sich ja so nett an, Gebetshaus, oh, die beten. Am Anfang sind ganz viele Leute gekommen, so liebe Seelen, ne? Liebe Seelen, die gerne beten. Und eine hat uns ein ganz großes Bild vom barmherzigen Jesus geschenkt, eine andere freikirchliche Schwester hat ihre Israel-Fahne dabei gehabt und ihren Schofarhorn und so, ne? So und Seidentücher, wo Löwe von Juda draufsteht und so. Und so zu Leute, und die schwemmt es so heran. So, und die dürfen alle da sein. Dann sagen wir so, wir suchen Mitarbeiter, die verbindlich beten. Bei uns läuft es so, du trägst dich in eine Liste ein, du kommst jede Woche 5 Minuten vor der Zeit. Wenn du einmal nicht kommst, ohne Vertretung zu suchen, haben wir ein Gespräch. Beim zweiten Mal bist du kein Mitarbeiter mehr. Sagen Leute, was? Ich dachte, da geht es ums Gebet. Ja, genau, ums Gebet. Und du würdest es genauso machen, wenn du Staatsexamen schreiben würdest. Dann würdest du auch einen Wecker stellen. Es wird auf einmal funktionieren, dass du kommst. Also die Frage ist, wie wichtig ist dir das? Wenn du, das ist nicht gnadenlos, sondern das ruft Größe in Menschen hervor. Weil es Menschen das Gefühl gibt, das, was du tust, zählt wirklich. Das ist so interessant. Wir haben ständig diese Kultur des Mittelmaßes und der Unterforderung. Mein ältester Sohn Samuel, 14 Jahre alt, der hatte 6 Jahre Klavierunterricht und hatte so eine ganz nette Lehrerin. Und er hat den Klavierunterricht einfach verabscheut. Und es ist nicht wirklich was weitergegangen. Und dann hat er einen neuen Lehrer bekommen, jetzt im Gymnasium, der ihn gnadenlos überfordert hat. Ein total komplexes Stück, so ein Jazzstück mit 5 Bs. Und ich habe das angeschaut. Ich habe 11 Jahre Klavierunterricht gehabt. Ich hätte das nicht spielen können. Und ich habe gedacht, der Lehrer, das ist total, das ist ja wahnsinnig, der kann ja nicht mal so die einfachen Mozart-Sonaten kann er nicht spielen und sowas. Und das war aber genau das, dieser Lehrer wusste, genau das braucht mein Sohn, und das hat Größe in ihm hervorgerufen, und nach einigen Wochen konnte er das Stück auf dem Konzert auswendig spielen. Das ist natürlich ein Geheimnis, wo überfordert man jemanden, aber wir haben in der Kirche allgemein eine extreme Kultur der Unterforderung. Ich kann diesen Schwachsinn nicht mehr hören, auch jetzt während der Jugendsynode, wenn wir nur alle Standards so weit runtersenken, dass auch jeder eingeschlafene Hund hinterm Ofen sich nicht überfordert fühlt, dann kommt jeder mit. Das Gegenteil ist der Fall, es wird komplett irrelevant. Und wenn Sie anfangen, bauen Sie von Anfang an auf Exzellenz. Auch im Kleinen. Ich möchte Ihnen eine Bibelstelle dazu noch mitgeben. Über das Thema Spielstand wollte ich jetzt nicht mehr sprechen, aber wenn Sie es schaffen, die Ziele am Schluss noch als einen Spielstand darzustellen, wo stehen wir gerade? 2-0, wir haben unsere Ziele erreicht oder nicht, dann kommt wirklich Freude auf. Man nennt sowas auch Balanced Scorecard. Ganz interessante Übergang zu deiner Frage, Übergang zwischen Vision zur Exekutive funktioniert mit Hilfe einer Balanced Scorecard. Im Buch der Sprichwörter einmal mehr: Siehst du einen, der gewandt ist in seinem Beruf? Vor Königen wird er dienen. Das bedeutet, jeder Job verdient es gut, erledigt zu werden, denn das, was du im Kleinen tust, wird sich im Großen auszahlen. Wenn du in dem, was du tust, gut bist, du wirst vor Königen dienen. Aber das bedeutet, ich fange von Anfang an, nur mit Leuten zusammenzuarbeiten, die was verändern wollen. Und Faulheit ist was ich als Leiter nicht toleriere.
Und es gibt Menschen, die einfach nichts tun wollen. Und das ist dann nicht Gnade und Barmherzigkeit, die mitzuschleppen. Jetzt kommt's, als Teilnehmer, herzlich willkommen. Du darfst einfach nur sein, es ist das Haus des Herrn, fühl dich wohl, komm zu unserem Treffen als Mitarbeiter. Einfach nur, weil du ein warmes soziales Nest suchst. Nee, unser warmes soziales Nest baut sich um eine Vision. Ja, also meine Frage knüpft eigentlich gleich an, und zwar, woher kommt dieser Drang zur Mittelmäßigkeit und woher kommt diese, ich weiß nicht, fehlende Motivation, irgendwas mal richtig gut zu machen und mal wo wirklich viel zu investieren, und wie kann man das bekämpfen am besten? Ja, das ist eine fantastische Frage. Ich weiß besser, wie man sie bekämpfen kann, als woher sie kommt. Sie kommt nämlich aus einer Mischung aus 3 oder 4 Dingen. Das erste ist, und das ist sehr tief, ein fehlendes Verständnis unserer Identität als Söhne Gottes. Denn unser Vater ist ein König. Und wenn du einen König als Vater hast, hast du auch blaues Blut. Und im Haus des Vaters, wo beide Söhne davonlaufen, der Ältere, der ist draußen am Feld und der andere läuft davon, im Haus des Vaters gibt es ein tolles Gewand, gibt es einen Ring, gibt es Tanz, gibt es Musik, gibt es was zum Essen, gibt es zum Trinken. Und wir denken falsch von Gott. Also Jesus wählt als sein erstes Wunder, das ist ja der Hammer, oder? Der kommt auf eine Party, wo sie allen Wein, den es schon gab, weggetrunken haben. Und Jesus sagt, oh, was bräuchten die jetzt wirklich dringend? Beziehungsweise von Maria kommt die Idee, aber Jesus greift sie auf. Wer denkt sich, was brauchen die am dringendsten? Na klar, Wein. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute damals auf eine Party kamen dieser Art, aber sagen wir mal, selbst 300 Leute auf einer Hochzeit ist schon ziemlich viel. Und Jesus sagt, Pi mal Daumen, 2 Liter pro Person müsste schon noch sein. Und dann erschafft er nicht einfach nur irgendeinen Wein, sondern einen, den der Speisemeister, also der Sommelier, als sehr guten Wein erkennt. Für eine Hochzeit. Also in Jesus ist nichts Kleinliches, in Gott Vater ist nichts Kleinliches. In fast jedem Reich Gottes Gleichnis wird am Schluss eine Party gefeiert. 10 Münzen, wird eine wiedergefunden, machen wir eine Party. Die Party kostet mehr als die eine Münze. Schon mehr als die 10 Münzen, ist egal. Und also es ist eine falsche Denke über Gott. Und das beginnt, glaube ich, sogar kirchengeschichtlich ganz früh. Bin mir nicht ganz sicher, woher das wirklich kommt, aber es ist ein theologisches und ein Identitätsproblem. Und das Zweite hat auch was mit dem Volkskirchlichen zu tun, dass wir versuchen, einfach jeden mitzunehmen, auch mit einem eigenartigen, ich möchte es in der Runde jetzt einfach, ich sage das jetzt einfach mal mutig, es ist letztendlich ein ziemlich sozialistischer Gedanke. Es gibt subkutan auch viele Leute in der Kirche, die letztendlich so von einem gewissen Kommunismus infiziert sind. Von einem ähnlichen Geist, der denkt, dass es Gerechtigkeit sei, wenn alle gleich arm sind. Das ist das, was der Kommunismus gemacht hat. Am Schluss waren alle gleich arm. Das im Letzten ist der Kommunismus ein Misstrauen gegen die Vatergüte Gottes, der jedem das zuteilt, was er will. Das ist übrigens Marx Engels der Anfang. Der Anfang des kommunistischen Denkens ist übrigens auch in der Internationale, in der großen Hymne wird gesagt, es gibt keinen Gott da oben, der sich um uns kümmert. Das heißt, es ist im Letzten ein Misstrauen gegen die Großzügigkeit Gottes. Das geht sehr tief. Wenn ich glaube, dass Gott knauserig ist, dann werde ich auch knauserig planen. Ja, dann nehme ich gerne das alte Sofa, das schon fast auseinanderfällt. Aber wenn ich erstmal eine Kultur von Mittelmaß geschafft habe, dann hört es einfach nicht mehr auf. Und wenn ich selber in einer Kultur von Großzügigkeit und Exzellenz lebe, übrigens heißt Großzügigkeit immer, ich bin großzügig im Empfangen mir gegenüber und im Geben. Das ist das Gleiche. Empfangen und Geben mit offenen Händen ist das Gleiche. Dann wird das langfristig eine Kultur transformieren. Und das ist die Antwort auf deine zweite Frage. Das ist ein sehr komplexes Thema und eins, das mich selber sehr umtreibt, wie man hört. Eine Frage noch. Ich habe die Ehre, die letzte Frage. Und zwar, lass mich aufstehen, es ging gestern um den Verhinderer, also um viele Verhinderer. Und wie kann man unterscheiden, was kommt jetzt von außen, innen und was ist jetzt konstruktive Kritik eines guten Freundes oder jemanden, der Neider ist, was ja manchmal Hand in Hand geht. Großartige Frage. Genau, also wie entmutigt man nicht und was sind so die Tipps? Also man weiß, dass man weitergehen soll, auch wenn es viel Gegenwind kommt. Also zum einen, ich würde wirklich empfehlen, diesen YouTube-Vortrag Nein zur Entmutigung anzuschauen. Und wir haben geistliche Sinnesorgane. Ignatius schreibt da viel drüber. Sachen haben einen Geschmack. Und es gibt Kritik, die Leben wachruft. Und es gibt Kritik, die nur Tod bringt.
ein großer Teil von Kritik ist geimpft mit Tod. Das ist destruktive Kritik, vor der du dein Herz ein Stück weit hüten musst, indem du zwei Dinge tust, dich in die Gegenwart Gottes flüchtest. Du brauchst ein Gebetsleben. Wenn ich nicht bete, werde ich abhängiger von Lob und Kritik der Menschen. Und wer vom Lob der Menschen lebt, stirbt durch ihre Kritik. Ganz einfach. Wer vom Lob der Menschen sich ernährt, wird vernichtet durch ihre Kritik. Das heißt, ich komme gerade aus der intensivsten Woche von öffentlicher Kritik, die ich je hatte letzte Woche. Alle möglichen Videos werden über mich gedreht und Zeug. Und ob ich ruhig schlafen kann, ob mein Herz im Frieden ist, sagt viel, von was ich mich ernähre. Und wenn mein Herz im Frieden ist und ich weiß, ich bin sowieso nicht auf der Welt, irgendeinen Menschen zu beeindrucken, ist eigentlich total egal, dann kann ich mit einer gewissen Nüchternheit auch unterscheiden, wo ist Gift drin? 80% von dem, was Leute erzählen, ist ihre eigene Story, ist ihre eigene Verletzung. Oft 80%, jetzt kommt es aber, auch in der negativen Kritik ist fast immer 10% wahr. Und deswegen habe ich es mir angewöhnt, auf fast jede Kritik zu antworten mit Danke. Und oft sage ich sogar, manche Leute sagen mir, ja Johannes, ich habe mal für dich gebetet und ich glaube, du bist ziemlich stolz. Dann sage ich, danke, ich glaube, das Problem ist sogar größer, als du ahnst. Weil es die Wahrheit ist. Nur das Witzige ist, Leute meinen nur, Leute, die Mikrofone in der Hand haben, seien stolz, aber das kann man auch super ohne Mikrofon. Und ob du stolz bist oder nicht, zeigt sich daran, wie lernfähig du auf Kritik bist. Aber Lernfähigkeit heißt nicht, alles zu schlucken. Das heißt, mein Herz beim Herrn zu bergen und, ich habe gesagt, zwei Sachen braucht man, die Gegenwart des Herrn. Das Zweite, du brauchst Leute, die dich bedingungslos lieben und ermutigen. Sonst wirst du unbewusst entweder bitter und hart nach außen oder ein People-Pleaser, also ein Augendiener. Und wenn du diese Atmosphäre hast grundsätzlich, dann würde ich Kritik auch ernst nehmen, aber sie objektivieren. Man kann auch sich selber evaluieren. Ich habe das schon mal gemacht. Ein Feedbackbogen anonymisiert an meine Mitarbeiter über mich. Tut ein bisschen weh, aber es ist die Wahrheit. Und so kann man auch arbeiten. Und wir haben mittlerweile im Gebetshaus ein Klima, wo das Vertrauenslevel, jemandem zu sagen, was schmerzhaft ist, ich weiß nicht, ob Stefan das auch sehen würde, ist unser Pressesprecher übrigens, Stefan vom Gebetshaus, wink mal, ob der Stefan Dobner das auch so sehen würde. Aber das Vertrauenslevel ist relativ hoch, wo man sich auch traut zu konfrontieren. Ich werde sehr oft kritisiert von meinen Mitarbeitern, aber in der Regel sehr liebevoll. Und natürlich tue ich der Kritik meiner Frau, meiner Kinder und meiner Mitarbeiter sehr hohen Wert beimessen. Und jemand, der mich gar nicht kennt, weniger. Aber grundsätzlich sich angewöhnen, auf Kritik zu sagen, danke, dass du es sagst, weil die meisten sagen es dir ja nicht, die lässt deine Hand hinter deinem Rücken. Deswegen, der eine, der es dir sagt, ist eigentlich schon dein Freund. Den sollte man 10 € geben. Und dann sage ich immer, wer weiß, vielleicht hast du doch ein bisschen recht. Das sage ich ihm natürlich nicht. Ja, das im Herzen. Also nicht nur in Abwehr zu gehen und trotzdem in der Gegenwart des Herrn nochmal, Herr, nimm mal das ganze Gift noch weg. Und dann kriegt man oft ein Gespür. Die Stimme des Heiligen Geistes führt immer in die Weite und ins Leben. Die Stimme des Teufels und des Entmutigers, die gibt keinen Ausweg. Ganz Unterscheidung der Geister, ganz einfaches Ding. Der Herr konfrontiert uns auch manchmal mit Sünde, aber immer, weil es ins Leben führt. Er sagt immer, das ist der Ausweg, du musst nicht so leben, du kannst frei werden. Und dein Herz wird weit. Und der Herr sagt, das ist nicht so schlimm, es wird wieder. Und der Teufel sagt, das ist schlecht, du bist, du hast nie, du wirst nie, du kannst nie. Und da muss man sich von manchen Stimmen auch mal aktiv trennen. Auch mal sagen, ich nehme das nicht an. Stimmen, die Angst in mein Leben säen, haben keinen Zugang zu mir. Denn Gott spricht in der Atmosphäre des Glaubens. Wir sehen uns heute Nachmittag wieder. Ich freue mich sehr auf den jetzt folgenden Vortrag von Pater Knittelfelder und jetzt dürft ihr die Pause genießen.